Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht's, mit dem Scotty geht's jetzt weiter. Ich habe jetzt die Pritsche vom Scotty mittlerweile zweimal grundiert. Und wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir ihn spritzen können mit dem Raptor-Lack. Und gut, da werden wir jetzt dann mal herrichten. Und dann ist das gleich mal hier die erste Amtshandlung in diesem neuen Video, dass wir dem Scotty auf der Pritsche seine Beschichtung verpassen, dass das alles wieder schön und ordentlich ist. Na gut, die erste Schicht ist drauf und jetzt kommt dann die zweite Schicht und gleichzeitig dann auch die Lackierung bzw. Beschichtung von der Heckklappe, weil die soll natürlich auf der Innenseite auch, im Grunde genauso wie wir es beim Tataruga gemacht haben. Da es ja doch im Moment noch relativ frisch ist, lassen wir das jetzt einfach mal so eine halbe, dreiviertel Stunde in der Sonne stehen. Dann trocknet das ein bisschen schneller an und insgesamt muss es ja ungefähr eine Woche aushärten. Aber dann sollte das eigentlich auch passen, dann haben wir diesen großen Arbeitsschritt auch schon erledigt. Das hatte jetzt so gut eine Woche Zeit zu trocknen und das hat wunderbar geklappt. Das hat schön abgebunden, das sieht gut aus, auf der Heckklappe ebenso. Außerdem habe ich jetzt mal natürlich noch ein bisschen weiter gemacht, der Überrollbügel ist jetzt montiert und das Kabinendach ist lackiert. Habe außerdem hier vorne, der hatte ja hier so ein paar kleinere Lackschäden jetzt mal ausgebessert und an der Heckklappe ebenso. Muss natürlich noch trocknen, dann gleicht sich auch die Farbe ordentlich an, weil das ist der korrekte Lack, das ist die korrekte Farbe. Das wirkt nur noch etwas heller, weil es noch nicht ganz trocken ist, aber nun ja. Jetzt können wir dann mal ein bisschen weitermachen mit dem Fahrzeug. Ich denke mal, als nächstes werden wir diese Kantenschutzleisten wieder anbringen, weil das können wir jetzt schön machen. Denn bevor ich jetzt wirklich weitermachen kann und vor allen Dingen auch mit der Nachrüstung einer dritten Bremsleuchte, die geplant ist, muss ich jetzt warten, bis der Lack komplett trocken ist, weil ich werde wahrscheinlich mit der Flex an den Bügel rangehen müssen und ein Stück von dem Gitter rausschneiden. Und das will ich nicht machen, solange der Lack nicht trocken ist. Deswegen denke ich mal, ist es jetzt heute noch mal ein kurzer Einsatz am Scotty. Jetzt machen wir noch diese Seitenleisten dran, beziehungsweise diese Schutzleisten. Und dann werde ich mich mit was anderem beschäftigen. Einfach aus dem Grund, das muss jetzt in Ruhe trocknen können. Das braucht jetzt einfach wieder ein bisschen Abtrocknungszeit. Und damit es auch ein bisschen vor Rost geschützt ist, haben wir jetzt hier die Auflagefläche oben mit ein bisschen Permafilm einpinseln. Denn so ist dann sichergestellt, dass sollte sich da doch irgendwie Schmutz oder Wasser oder was drunter sammeln, dass nicht das Rosten anfängt, weil so oberflächlich beschädigt ist die Lackierung hier. Das habe ich ja bei meinem Tataruga auch so gemacht, unter diesen Aluminiumleisten. Und naja gut, ich meine hier, der hatte ja schon auch aus Italien diese verzinkten Profile. Die gab es ja, soweit ich weiß, mal als Originalzubehör von Piaggio. Und die machen auch durchaus Sinn. Ich meine, so schlecht ist das gar nicht. Man hat es auch gesehen, hier die Pritschenkante ist nicht weggerostet. Sie ist ein bisschen angeschlagen, aber nicht weggerostet. Gut, ich vermute, die war schon angeschlagen, bevor man diese Leisten drauf gemacht hat. Ich hatte das ja beim Tataruga auch angenietet und da haben plötzlich ein paar Leute gefragt, was das eigentlich für ein Werkzeug ist, was ich da genommen habe. Das ist ein pneumatischer Nieter.
Wie gesagt, viele kennen ja diese Handnietgeräte. Das ist jetzt allerdings halt die druckluftbetriebene Version von Vorel, hier Nummer 70280. Das ist eine relativ günstige Variante. Ich meine, man kann für diese Geräte tatsächlich richtig Geld ausgeben. Die waren früher auch allesamt utopisch teuer. Aber seit ein paar Jahren gibt es die auch in der kostengünstigen Variante. Und wenn man, so wie ich, viel und gerne Blindniete verwendet, ist das eine Investition, die sich durchaus lohnt, weil das ist der große Komfortgewinn. Das einzige Problem bei dem ist, der wirft manchmal diesen Schaft nicht sauber aus. Ich habe seit dem letzten Mal jetzt noch angefangen, die Kisten wieder zu montieren. Ich habe mir jetzt überlegt, das Beste ist, wenn man die hier unten mit dem Bügel verschrauben. Und damit man den nötigen Abstand hat, habe ich mir jetzt hier aus Metallrohr einfach so Abstandshalter zugeschnitten, die dafür sorgen, dass die Kiste weit genug von dem Bügel weg ist, dass der Deckel vernünftig aufgeht. Da warte ich jetzt aber noch auf ordentlich passende Schrauben. Ich hatte nur eine Schraube, die tatsächlich die richtige Länge hat. Und deswegen, was wir jetzt zwischenzeitlich noch machen können, ist, wir schauen uns das mit der dritten Bremsleuchte mal an. Und da hat der Tuben hier so eine Aufbaubremsleuchte besorgt. Und das Schöne an der ist, man kann bei der hier diese Enden drehen. Das ist wieder was einhändig nicht gescheit funktioniert. Aber so, ja doch, so geht's. Man kann die eben abnehmen und in einer anderen Position aufsetzen. Und die Idee ist eben, die hier unter den Bügel zu setzen. Und da ist es aber, wie ich schon gesagt habe, da ist es notwendig, dass wir dieses Gitter ein bisschen ausschneiden. Und das wollte ich eben nicht machen, solange die Farbe noch nicht trocken ist. Und was wir jetzt machen, wir bestimmen jetzt die genaue Mitte von der Bremsleuchte und wir bestimmen die genaue Mitte von dem Bügel, dass wir genau wissen, wo wir hier von dem Gitter was rausnehmen müssen. Das schauen wir einfach mal. Das sind 61 zwischen diesen beiden Hörnern. Das heißt, 30,5 ist die geometrische Mitte. Das ist jetzt der weiße Strich. Jetzt schauen wir mal, ob das auch auf die Distanz. Ja, das ist schön die Mitte, weil es muss ja nicht nur exakt passen, es muss auch ordentlich aussehen. Und das, denke ich mal, haben wir jetzt an der Stelle erreicht. Und hier habe ich mir jetzt die geometrische Mitte von der Bremsleuchte angezeichnet. Und wenn man das jetzt hier in Einklang bringt, na gut, dann sieht man, dass ich quasi auf beiden Seiten, genau, jeweils die dritte Strebe dann rausschneiden muss. Das heißt, von hier nach hier muss das Gitter weg. Das heißt also, diese Streben hier müssen raus. Also hier diese weiß angeschmierten Streben, die müssen weg. Genau, dann passt das. Dann funktioniert das. So haut es hin. Und dann machen wir das jetzt. Oh, der Rest von dem Gitter ist immer noch hinreichend stabil. Sehr schön. Das sieht noch nicht mal so schlecht aus, finde ich. Und gut, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen das Kabel verlängern und ja, so eine zweiadrige Schaltlitze dran löten und nach vorne ins Führerhaus führen und dann an den Bremslichtschalter anschließen. Und mal schauen, ob ich das gefilmt kriege, weil es doch ziemlich eng ist da unten. Ich habe das jetzt wieder verkabelt und mir ist dann eingefallen, ich muss natürlich auch den Tank noch einbauen. Denn bei ihm hier, das ist ja ein Wechselstrombremslicht. Das heißt, bei ihm geht das Bremslicht nur, solange der Motor läuft. Und Gott, jetzt ist halt der Tank auch wieder drin. Mal so oder so machen müssen. Wir sind ja mit den Montagearbeiten da fertig. Das heißt, es passt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir die Bremsleuchte einfach mal aus. Jetzt werde ich mal die Kamera hier auf Stativ setzen, sodass ihr alle drei Bremslichter seht. Und dann schauen wir mal. Nun, wie man sieht, mittlerweile ist es eigentlich wieder eine komplette Arbe. Ich habe die Pritsche jetzt wieder soweit beieinander, die Kisten sind drauf, da sind wieder die Türen drin. Es ist eigentlich soweit alles fertig. Grundsätzlich könnte man jetzt so mit dem fahren. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Schritt, nämlich der Rostschutz bzw. Unterbodenschutz vorne für das Führerhaus.
Aber wenn wir jetzt hier mal vorne reingucken. Ich hatte ja zuletzt mit Vertan hier den ganzen Roststellen behandelt. Das sieht doch soweit alles gut aus. Und was wir da jetzt machen, ist Folgendes. Wir gehen ja jetzt her und spritzen das mit einer Hartgrundierung raus. Und lassen das trocknen. Und wenn diese Hartgrundierung trocken ist, dann können wir hier einfach mit Unterbodenwachs drüber gehen. Das ist, ich sage jetzt mal, relativ unspektakulär. Das ist nichts Dramatisches. Und dann kann man halt auch hier so Sachen wie hier die Schweißstelle und sowas noch behandeln. Und dann passt das eigentlich. Weil im Großen und Ganzen ist der Unterboden ja relativ ordentlich. Und es bringt eben nichts, das flächig einzusprühen, wo nichts ist. Das heißt, die ganzen stabilisierten Roststellen, sitzt die Grundierung drauf. Und na gut, das muss jetzt halt 1-2 Tage trocknen. Und dann können wir hergehen und ja und halt eben mit dem Unterbodenwachs drüber gehen. Und dann schaut das nämlich hier in dem Radkasten auch wieder anständig aus. Jetzt haben wir für den nächsten Schritt den Scotty mal vorne hochgehoben, ohne Vorderrad. Da hilft uns jetzt die Auffahrrampe also nichts, weil was wir jetzt als nächstes machen, ist vorne den Radkasten. Der ist ja besonders gefährdet, weil der Radkasten ist natürlich direkt im Spritzbereich, logischerweise. Deswegen habe ich da jetzt auch erstmal den Hartgrund drauf. Und was wir da jetzt dann machen, ist, da kommt jetzt ein wachsbasierter Unterbodenschutz rein. Also, wo man früher dieses Bitumenzeug genommen hat, da gibt's heute ein vergleichbares Produkt auf Wachsbasis, was den Vorteil hat, dass es nicht aushärtet. Und naja, das werden wir jetzt dann da anwenden. Und ich würde sagen, das sieht doch jetzt soweit schon mal ganz gut aus. Da ist jetzt der Radkasten und der komplette Kabinenboden versiegelt mit dem Zeug. Hinten für den Unterbau von der Pritsche nehmen wir was anderes. Und hier hinten am Pritschenboden, hier haben wir eine doppelte Herausforderung. Hier brauchen wir, ich sage jetzt mal, einen äußeren Rostschutz, dass wir eben den eigentlichen Pritschenboden schützen. Und wir müssen hier diese Quertraverse hier sichern. Diese hier und weiter hinten ist ja auch nochmal eine. Und die würde ich ganz gerne mit der Hohlraumsonde ausspritzen. Und dazu, da die nirgendwo zugänglich sind, dazu müssen wir sie hier anbohren. So, hier ein kleines Loch reinbohren und dann können wir mit der Hohlraumsonde da reingehen und da einen Hohlraumschutz einbringen. Und dann nehmen wir jetzt auch ein wachsbasiertes Produkt, was sich schöner verarbeiten lässt, wenn man es ein bisschen warm macht. Das habe ich die Kartuschen jetzt in heißes Wasser gestellt habe. Wichtig ist dafür, ist, die Kartuschen müssen offen sein, wenn man das macht. Die können sonst platzen. Das nur so als wichtigen Hinweis, falls ihr das selber zu Hause nachmachen wollt. Und die Sonde ist nicht lang genug, bis auf die andere Seite zu reichen. Deswegen sprühen wir es von der Seite aus rein, auf der wir die Arpe hochgehoben haben. Gut, nachdem jetzt die zweite Hohlraumsonde ebenfalls kaputt ist, lassen wir das für heute gut sein und besorgen erstmal eine neue Hohlraumsonde. Das heißt, heute spritzen wir erstmal nur den Unterboden ein von dem Ding. Jetzt ist es halt erstmal nur von außen eingesprüht. Den Hohlraum machen wir dann beim nächsten Mal, wenn ich eine neue Hohlraumsonde besorgt habe. Das ist das Problem bei so Werkzeugen, die man nur ganz selten braucht. Was da passiert ist, da sind wahrscheinlich die Kapillarkanäle, die in dem Ding drin sind, zugegangen. Einfach weil das Teil jetzt seit, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr oder was nicht benutzt worden ist. Bin ich letztendlich selber dran schuld, weil ich es wahrscheinlich nicht ordentlich sauber gemacht habe nach der letzten Verwendung. Aber so ist das eben manchmal. So, jetzt mit einer neuen Hohlraumspritze versuchen wir es einfach nochmal. Schauen wir mal, ob das jetzt dieses Mal hinhaut. Das beim letzten Mal war ja einfach nur eine Pleite. Haben wir es gerade schon mal probiert, mit dem Ding mit dem Mülleimer reinzuschießen. Und da kommt es ordentlich raus. Die funktioniert jetzt. Weil die andere war wahrscheinlich wirklich einfach nur verstopft, weil ich sie nicht auch nicht sauber gemacht habe. Und keine Chance mehr, die frei zu kriegen. Ich habe es noch ein paar Mal probiert, aber es hat nichts mehr gebracht. Aber egal. Und bei der hinteren Traverse machen wir das gleiche und die hat zum Glück schon Abwerklöcher, durch die man reinkommt. Und daher ist das dann da etwas einfacher. Auf der linken Seite habe ich jetzt natürlich das gleiche nochmal gemacht. Spiegelbildlich wie auf der rechten Seite
Und damit ist er jetzt eigentlich soweit fertig. Das, was wir jetzt machen ist, sage ich, stelle die Handbremse noch ein bisschen nach, weil die zieht nicht mehr gescheit. Das ist aber ein Kinkerlitzchen und dann, ja, dann machen wir mal eine Probefahrt damit. Drehen wir mal eine kleine Runde. Also ich würde sagen, der kleine Kerl läuft richtig schön. Das war jetzt eine richtig schöne Probefahrt, hat Spaß gemacht. Der läuft gut, bremst vernünftig, zieht gut, es funktioniert alles, so wie es sein sollte. Und ich denke, damit ist diese Scotty-Renovierungsserie abgeschlossen. Jetzt mal gucken über das Video, wenn er nach Hause fährt, mal gucken, wie wir das machen. Das ist noch nicht ganz raus, wie wir das dann machen mit der Fahrzeugübergabe. Aber ich denke, da wird es dann mal wieder ein kleines Tour-Video geben. Und für heute wünsche ich euch auf jeden Fall wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!